Peace, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Urlaubsvlog von uns. Wie ihr seht, dieses Mal im Centerparks die Fosse Meeren in Belgien. Hier in dem Umkreis gibt es mehrere Centerparks. Wir haben uns jetzt für diesen entschieden, weil da waren wir zusammen noch nie. Ist wohl komplett erneuert. Und ja, wir schauen einfach mal, was es hier alles so gibt und wünschen euch viel Spaß beim Schauen. So, anmelden. Ich fahre da rüber. Kann ich das regeln? So Leute, wir haben eingecheckt, da wir im Friends-Programm sind, durften wir ja schon um 13 Uhr ins Haus. Nee, nach da. Wir räumen jetzt Haus aus ein, dann zeige ich es euch. So, hier ist der Weg zu unserem Haus. Haus Nummer 666. Die Zahl des Teufels passt ja zu uns. So. Jetzt sieht es halt wüst aus. Erstmal alles ausgeräumt. Hier ist auf jeden Fall der Essbereich, Küche, Wohnzimmer mit Terrasse, direkt am Wasser, Kamin, Fernseher, Badezimmer. Milians Zimmer, unser Zimmer, schöne große Küche, drittes Schlafzimmer. Hauptsache abgesichert. Toll. So, wir haben jetzt unser Auto auf den Parkplatz gestellt und jetzt werden wir mal ein bisschen hier den Park erkunden. Ist auf jeden Fall ein richtig schönes Wetter. Guck mal, hier sind einfach echte Flamingos drin im Market Dome. Und riesen ist. Hier sind noch größere. Schön gemacht. Da ist ein dickes Entchen. Richtig schön aus hier. Hier sind auch die Restaurants. Da sind Riesenflamingos. So, kennt ihr unser Spiel noch? Dizzy Crazy Checken. Da muss er hin. Oh, zu weit. So, let's go. Ja, wenigstens etwas. Hier ist übrigens der Eingang zum Aquamundo. Da gehen wir morgen hin. Ja, wir sind am Bauernhof angekommen. Oh Gott, was macht der denn? Ach du Himmlische. Ich will gleich zusammenbrechen. Macht es eigentlich Spaß? Ja, aber meine Knie sind hier. Jeez. Die gehen da ins Meerschwäschchen. Da ist einfach ein Kälbchen da vorne. Guck.
ganz klar, die da ist. Ja. Die ist very base. Musch, musch. Wo? Hast du Angst oder was vor dem, vor der Gans? Die Lady Kaka? Oh, einfach ein Kälbchen. Nein, Keller quälen. Kleines. Du Kleines. Und um dich kümmert sich einfach niemand, du verzotteltes Ding. Ih, fühlst du dich eklig an? Das Ding beschützt einfach das Kälbchen. Unterm Bauch fassen, unterm Bauch fassen, unterm Bauch. Nicht fallen lassen, Häselchens. Oh, schade. Ich wollte unbedingt mal zu dem Kälbchen. Hier sind die Alpakas. Nee, Alpakas spucken nicht. Oh. Mit denen kann man, glaube ich, auch spazieren. Willst du dir deinen Hintern kraulen lassen oder was? Komm. Uschi. Margot. Margot. Was? Böse. Nicht so nett, Jungs. Oh, die zwei Kinder. Brumm, brumm, brumm. Oh Gott. So, wir laufen jetzt über diese lange Brücke. Hier ist der See. Vom Haus zum Market Dome. Wir haben hier oben entdeckt Billard und da oben ist eine Bar. Sehr schön gemacht. Roast. Erstmal eine Runde Cocktails gönnen. Wieder Pappbecher. Nimm mein Handy, Mama. Bleib hier. Bleib hier. Bleib hier. Das macht man nicht. Da weiß man. Super, Hörter. Traust du dich eh nicht? Traust du dich eh nicht? Leute, wir haben den nächsten Tag. Wir gehen jetzt vor ins Schwimmbad, ins Aquamundo und schauen uns mal an, was wir dort alles so finden werden. So, hier sind wir überall wie in allen Centerparks. So, Hinweisschilder, so Wegweiser. Und hier ist unser Weg über so eine riesige Holzbrücke rüber über den See zum Aquamundo. Da hinten ist übrigens auch ein Strand, wo man im Sommer auch hier im See schwimmen kann. Und hier ist im Sommer auch so eine Wasserskishow und ein Wasserpark. Aber natürlich nur im Sommer. Sind sogar hier draußen die riesen Kois. Jetzt geht's in den Market Dome und dadurch ja zum Aquamundo.
So, wir machen noch mal kurz einen Abstecher in den Supermarkt. Also der ist schon relativ groß für Center Parks Verhältnisse. Haben wir schon kleinere gehabt. Und regionale Produkte hier aus Lommel. Red Bull darf natürlich nicht fehlen, aber 2,40 Euro. So, jetzt sieht man das Ganze hier auch mal bei Tageslicht. Die Shops haben noch zu und man hört hier die Papageis rumschreien. Ach, da oben sind sie. Die sind fit. Die haben epileptische Anfälle anscheinend. So Leute, wir sind angekommen. Ich würde sagen, ich laufe jetzt erstmal eine Runde hier und wir gucken mal, was hier wo ist. Hier ist sehr, sehr warm. Hier ist das Wellenbad. Sehr, sehr schön. Sieht richtig toll aus. Solarium. Oh, da kann die Mutti sich hinlegen zum Bräunen. Sehr schön. Oh, das ist so maritim gemacht hier. Hier ist auch so ein Becken, wo man Fische angucken kann, wo man schnorcheln kann. Aber das ist noch zu. Hier Snackrestaurant, Babybecken. Wir sitzen übrigens, unser Platz ist da drüben auf der Insel. Hier, der Mili geht in das eiskalte Becken. Ich würde sterben. Kalt? Ach du Himmlische. Hier stehen wir übrigens. Hier ist der Trichter von der Trichterrutsche. Monkey Splash. Die kommt hier raus. Und da hinten, da geht's auch in die Wildwasserbahn rein. So, wir gehen jetzt die Wildwasserbahn rutschen. Aber die hier ist nicht so nice wie in anderen Parks. Also wer Fun mit der Wildwasserbahn will, ist hier falsch aufgehoben. So, hier ist der Eingang. Und jetzt geht's los. Geht hier nicht so schnell. Hier ist so eine Zwischenhaltestelle, wo man chillen kann. Aber eigentlich muss man gar nicht chillen, weil bis hierhin ist eigentlich noch nichts passiert. So, weiter geht's. Du hast dich so getreten, ne?
eigentlich war es das auch schon. Absolut sexy. Schön gemacht hier mit dem Wasserfall. Und was sagst du bisher zum Schwimmbad? Also bis jetzt ganz cool, was wir gemacht haben, außer die Wildwasserbahn. Die könnte ein bisschen krasser sein. Ja, die ist, finde ich, auch sehr langweilig. Leute, übrigens, der Monkey Splash ist hier der Turm, den muss man hoch und dann kommt man hier in so eine gläserne Rutsche. 18 Meter steht da, ist es tief. Und dann raus hier und in diesen Trichter, wo ich euch eben gezeigt habe. Achtung, wenn gleich wieder jemand kommt. So, Strömungsbecken. Guck, da wird mal aber weggeblasen. Wir sind gerade hier mal bei uns auf der Terrasse. Wir haben hier übrigens so eine Sperre für den Hund gemacht. Wir kriegen gerade Besuch von so bösen Wildgänsen. Bock, bock, bock. Oh, das faucht schon, das Ding. Watscheln sie wieder zum Wasser. Hier ist übrigens die Action Factory. Das haben wir uns ja noch gar nicht angeschaut. Guck mal. Sieht auch echt cool aus. So eine Indoor-Spielewelt für Kinder. Guck mal, Kinderbowling. Sieht schon echt cool aus. Mal hier, Badminton. So, wir gehen jetzt Bowling eine Runde. Guckt mal, schöne Bowlingbahn. Schön gemacht. Achtung, Achtung, Achtung. Super! Oh, oh.
mir, wenn es interessiert, heißt Bohr. Hier ist übrigens Adventure Golf, dieses Minigolf für draußen. Das zeige ich euch jetzt auch mal kurz. Hier sind die Bahnen. Hier kann man im Sommer auch so Wasserskikurse und sowas machen. Und wir haben so schönes Wetter. So Leute, wir haben uns jetzt mal fresh gemacht. Yes. Die Süßi ist auch da. Guck mal, was ein nice Schwanz. wir gehen jetzt nach Eindhoven. Wir fahren. Wir laufen zum Parkplatz. Bisschen einkaufen und dann zum Chinesen. Hoffentlich, der ist gut. So, hier ist jetzt unser erster Stopp. Albert Haysian XL. Nach was tust du Ausschau halten? Auch Red Bull. Ja, weil hier soll es Red Bull Sugar Free geben. Fürs Gym-Püffchen. Guck mal, hier gibt's einfach, da ist ein Rezept drauf mit den Zutaten und hier sind einfach die Zutaten drin für das Rezept. Also schon, very nice, hä? Das ist geil. Very nice. Guck mal, alles einfach Käse, Brotaufstriche und Wurst, alles so klein abgepackt. Hammer. 3 Stück für 6 Euro. So, erstmal geht's jetzt hier noch in Aldi und dann da. Ja. Ich glaube, wir können da rüberlaufen. Ja, aber erstmal Aldi. Aber Aldi Nord ist eigentlich richtig kaka. So, welcome Beach Jumbo. Mal da reingehen in Jumbo. Guck mal, hier sind wir drauf. Wir gehen jetzt übrigens nach der Shopping-Sause mal wieder chinesisch essen. Wir haben uns hier in Eindhoven ein chinesisches, riesiges Restaurant ausgesucht. Ja, da gibt es wohl auch französisch und niederländische Küche. Mal sehen, wie es schmeckt. Da gehen wir jetzt auf jeden Fall rein. Viro Wok heißt das. Sind wir mal gespannt. So, wir sind raus. Wir sind voll gefraced. Wer übrigens sehen will, was da drin abging und wie das so ist, der muss nächste Woche ins gesonderte Video einschalten, das von hier kommt, in der Rubrik wir testen chinesische Buffet-Restaurants. Wir sind wieder am Center Park angekommen. Wir hatten jetzt schon Panik, dass wir hier nicht mehr reinkommen. Aber die Schranken öffnen zum Glück automatisch. Hier seht ihr übrigens mal das Centerbox-Schild. So. Herrenhaus ist auch hier. Zu viel Zucker. Das sind Hunde, du Hund. So, let's go. Es schifft heute wie verrückt. Weil wir fahren jetzt nach Eindhoven shoppen. Da wir keinen Sonnenschirm haben, keinen Regenschirm haben. Doch, im Auto. Ja, da bringt er uns viel.
haben die jetzt den Sonnenschirmzweck entfremdet. Haben wir ja schon mal gemacht. Wir sind angekommen in The Heuvel. Jetzt haben wir einen Parkplatz gefunden. Oh ja. Hallo! Und Shopping! Jetzt fahren wir beim Aufzug erstmal hoch und hoffen, hier nicht stecken zu bleiben. Oh ja, TK Maxx. Sieht nice aus. Mehrere Stockwerke. Und jetzt anscheinend erstmal TK Maxx. Leute, ich muss euch mal kurz erzählen, wir waren gerade mal auf Toilette. Erstmal muss man einfach an der Absperrung stehen bleiben und muss bezahlen, bevor man aufs Klo geht. Da hat man sich schon in die Hose gepinkelt, bevor man überhaupt da ist. Dann geht man da rein, Alter, da stinkt's nach Parfüm. Das glaubt man gar nicht. Und dann gehe ich raus und dann ist die alte Klofrau einfach noch auf TikTok live mit dem Blick in die Klos rein. Also unmöglich. Leute, in dem Laden da hinten habe ich ein Püffchen mal noch eine kleine Überraschung gekauft. Guckt mal, wie schön die das verpackt haben. Mal gespannt, was sie sagt. Ihr werdet nachher sehen, was drin ist. Guck mal, hier ist ein Wünschbrunnen, da liegt sogar Moneten drin. Leute, guckt doch einfach mal, wie schön das ist hier in diesem Center. Und was richtig nice Geschäfte es hier gibt. So Vintage-Mode. Richtig schön. Guckt mal, wir haben einen Laden gefunden mit richtig schönen Disney-Figuren. Richtig schön, die sind aus Holz geschnitzt. Und für die Rotzelwalli haben wir auch was gefunden, ein Magnet für ihre Sammlung. So, raus. Und was erwartet uns hier direkt? Was erwartet uns hier direkt? Megas. Hier sind wir jetzt in der Innenstadt von Eindhoven. Guckt mal, hier ist einfach Yummy. Yummy Eindhoven, kannst du dir Eis machen. Und guckt mal, Leute, was es hier für Süßigkeiten gibt. Alter. Leute, guckt es euch einfach an, was es hier alles gibt. Also hier gibt es auch nur so Red Bull, aber die haben sogar die deutsche Spring Edition und die gibt es an der Kasse einfach für knapp 4 Euro. Leute, wir sind jetzt im Primarkt und guckt mal, was ich da für ein geiles T-Shirt gefunden habe. Der Mili hat dasselbe und das probieren wir jetzt mal an. Hier haben wir so einen typischen holländischen Frikandel-Automatenladen gefunden. Oh, guck, hier gibt es auch ganze Cheeseburger. Nee, die da meine ich. Das sind Frikandeln, wo der Körn so gern ist. 2,20 mittlerweile eine. Das sind so kalt. Schon, das ist jetzt 3 Spock drauf. Ehrlich? Noch? Lass Apple Pay glühen. Hallo. Da kannst du auch so aufpiepsen, wie du willst. So, ja, jetzt musst du irgendeine Tür aufmachen. Ja. Mmh. Flühlingslollen. Was heißt da drin? Geil. Achtung, probier. Ja, aber ist also wir haben uns jetzt mal eine Frikandel geholt. Schmeckt dir das? Ja, schmeckt gut. Man schmeckt super. Aber ich gucke einfach mit meinen Löffeln im Schmeck. Oh ja. Was du immer alles siehst. Und mit Pistazie. Eis, wow. Eis, Eis. Eis, Eis, Baby. So, hier sind wir. Jetzt gibt es ein bisschen Megas Food. Und?
Hier gibt es so geile Masken mitzunehmen. So, hier hast lecker du Coffee. Auch Vanille genommen? Ja. Vanillalatte. Und sogar das Eis. Das McFlurry auch im Recyclebecher. Und ich will mal einen normalen Hamburger hier probieren. Und es gab noch ein Nougat dazu. Soft Nougat. Ja, das war übrigens dieses Heubel-Einkaufscenter, wo wir waren. Hier steht auch ein Karussell. Jetzt gehen wir noch ein bisschen in die Stadt. Guckt mal, wir sind hier gerade im Spa. Hier gibt es einfach Limited Edition Frappuccino mit Chocolate Marshmallow. Und Starbucks Kaffee einfach aus Dosen. Wir haben hier noch so einen Automatenshop gefunden. Hier kosten zwei Frikandeln 2 Euro. Ja, wir hatten bei dem anderen einfach für 2,20 nur eine bekommen. Jetzt richtig ziehen. Und Püffchen, gefällt's dir hier? Ja, klar. Eine da schöne Stadt. Einfach ein Chyros-Laden, Püffchen, guck doch mal. Stimmt, Chyros. Wow. Gefällt's dir hier wirklich? Ja, euch nicht? Doch, nur so stürmisch irgendwie. Schönes Wetter jetzt wieder, gell? Bisschen Sonne. Ja. Was sagst du zu der Stadt hier? Super. Wie immer halt, ne? Lecker Frikandels. Ja. Leute, wir sind jetzt noch mal in so einem Süßigkeitenladen. Guckt mal. KitKat mit Donut. Neu. Leute, einfach. Die Leute kaufen sich die Spring Edition hier für 4 Euro in dem Laden, weil es die gibt es ja hier nicht. So, wir gehen jetzt noch in das Plaza Einkaufscenter und daneben ist Mediamarkt. Also Leute, man kann es mit den Mediamarkt-Schildern aber auch übertreiben, würde ich mal sagen, oder? Mal sehen, was da drin ist. Guckt mal, wie geil das einfach aussieht. Das ist irgendein, ich weiß nicht, so irgendwas kann man da runterfahren. Und hier einfach so ein Eisauto. Wo kommt man denn da hin? Zur U-Bahn? Da ist einfach ein Laden drin in dieser Glaskuppel. Leute, auf der Heimfahrt haben wir einfach hier ist ein Feld mit Kängurus und Alpakas. Guck mal, weiße Kängurus. Sieht ganz schön crank aus. Weißt du nicht, wenn die da doch alle so crank aus? Wie das einfach chillt auf einem dicken Arsch. Einfach ein Bauernhof mit Kängurus. Meinst du, die tun die essen? Der Püffchen hat schon ausgepackt und konnte nicht abwarten. Guck doch mal, wie süß. Jetzt, jetzt könnt ihr es auch mal sehen. Ihr habt es ja noch gar nicht gesehen. So. Warte mal, das muss man mal ins Licht halten. Erkennt man gar nicht. Hier, guck. Das erinnert so ein mich Teddy. An den Moschino-Bär. Hm. Sehr schön. Ja, das hier noch Steinchen und da Gas. Geburtstag an. So, wir gehen jetzt übrigens wieder auf den Weg ins Schwimmbad. Mr. Moderator. Wir wollen heute mal ins Schwimmbad gehen, wenn es dunkel ist. Püschen ist jetzt ins Sportstudio außerhalb des Centerparks gefahren. Das hat sie sich gebucht wie jeden Tag.
Und wir machen uns in der Zeit schon mal ins Schwimmbad. Und wir haben übrigens 17 Uhr. Ja, und die Sonne scheint jetzt endlich. So Leute, wir sind jetzt übrigens hier im Schwimmbad wieder, im Aquamundo, und wir fahren jetzt mal ein bisschen hier Wildwasserbahn und sowas. Wir haben übrigens schon eben eine Zuschauerin getroffen, die fleißig unsere Videos guckt. Wenn du es siehst, sei gegrüßt, das waren wir. Wir werden jetzt mal noch einen schönen Abend im Schwimmbad haben. Die anderen drei, die sind jetzt übrigens da rein, hier die Treppe hoch, dieses Monkey Splash, das kommt ja dann hier raus, geht hier in den Trichter rein und endet hier. Mal gucken, ob ich sie drauf kriege, wie sie hier unten ankommen. Sind sie das Rosa Schreiner, Junge? Oh Gott. Und der größte fehlt noch. Ich bin der Seil, der Papa. Ja, war es aber super. Mein Arm ist ausgeguckt. War es super? Ich bin der Partysong. So, ab in die Wildwasserbahn. Wie, du musst nach vorne, da ist deine Chaya. Ah, ich komme jetzt voran. Boah, ich habe ein Hundehaar von dir drin. Hallo, wie bitte. Meine hässliche Mutter. Fett. Meine Chaya ist da. So was Dummes. Ich komme auch in Fettigkeit. Da guckst du dich voran. Euch an, was die hier machen. Oh Gott.
Was veranstaltet ihr da? Was veranstaltet ihr da? Oh oh. Das hat gepfeffert. Das hat gepfeffert. Wellen. Mal hinstellen, wie dein Plätzchen aufgeht. Ja, ja. Mini, ich bin gleich hier. Ja, ich bin doch gleich hier. Jetzt ist er weg. Die Wellen sind aber nicht so nice hier. Mein Süßi ist übrigens auch mal im Schwimmbad. Jetzt, ich bin angekommen. Und es ist schön. Aber ein bisschen kalt. Ja klar, aber hier geht's eigentlich. Ich gehe jetzt nochmal in den Whirlpool. Ja, und ich nochmal Wild Water. Wild Water. Um die Uhrzeit so schön leer in der Wildwasserbahn. So, weiter. Hier wird es dunkel. Aber die Wildwasserbahn hier ist nicht so gut wie in vielen anderen Parks. Die ist ein bisschen langweilig. Leute, und das war's eigentlich schon. Wir sind schon am Packen, also eigentlich ist schon alles gepackt. Die Bude ist leer, weil es ist schon wieder vorbei. Auto ist auch gepackt, wieder grenzwertige Situation, so voll. Jo, jetzt machen wir uns auf jeden Fall auf den Weg raus. So, wir sind jetzt übrigens aus dem Park schon wieder raus. Jetzt sind wir hier in Venlo. Und es ist einfach Karfreitag und wir haben alles auf. Ja, und alles voller Deutscher. Ganze Parkhaus voll. Gehen wir hier noch ein bisschen shopping. Hier ist schön. Alles viele Brownies kleine und Brownies und Downies. ja, alles so kleine Geschäftchen. Tattoos and Piercing. So, hier gehen wir jetzt rein in den Grenzmarkt. Hier, da sehe ich auch schon mal Red Bull. Also hier gibt es sehr viel. So. Thank you.
einfach 24 Stück für 30 Euro. So, wir sind jetzt hier, haben wieder den Laden gefunden. Guck mal, hier gibt es auch die deutsche Spring Edition, auch einfach für 4 Euro. Guck mal hier, ich weiß nicht, ist das das Rathaus vielleicht? Könnte sein, dass das das Rathaus ist. Ist auf jeden Fall sowas wie ein Marktplatz hier. So Leute, wir sind übrigens wieder auf der Heimfahrt, machen jetzt unseren letzten Stopp. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es war etwas interessant für euch. Und lasst ein Like da, abonniert unseren Kanal und es kommen noch ein paar mehr Centerparks, die wir vorstellen. Also alle, die es interessiert, immer wieder gerne einschalten. Und danke fürs Zuschauen. Macht's gut.